Da gehe ich wieder zurück, oder? Lass mich raten. Das war der. Gehe ich wieder in den Eingangsbereich, ja. Ja. Ja, so eine Karte wäre jetzt langsam echt perfekt. Oh, Alter. Schischkebab macht die mit dir. Guck mal, die guckt da irgendwie da an die Seite. Alter, hä? Vielleicht liegt da ja was unten drunter oder so. Alter, das macht echt überhaupt keinen Schaden. Vielleicht macht der Silencer weniger Damage. Das kann natürlich sein. Aber auf der anderen Seite hat die Pistole noch nie wirklich Schaden gemacht. Willst du die seppen oder was? Ja, ich will jetzt einfach mal ach, alles ein Statement setzen. So, und drauf treten. Bitch, ey. Ja, tritt! So, Fuß tot. Steg vor. Okay, also gucken wir mal gemütlich hier rum. Richtig gemütlich, ey. Oh komm, ich lebe nicht da hinten. Okay, Lock is broken, the lock is broken. Was ist denn das da? Das ist der Aufzug? Sieht aus wie ein Aufzug, aber irgendwie funktioniert es nicht wie eine. Kampfst du gar nicht? Ich glaube, das ist der Raum, ja. Ist der in dem Raum, oder was? Oh? Ah, ja. Das ist wieder der hier. Ja, ja. Ach, ich glaube mal, vielleicht. Echt, ich finde das so dämlich hin. Das Layout ist irgendwie richtig bescheuert. Nichts Interessantes. Ich suche ja nur nach einem Passwort. Ja, aber die haben ja gesagt, das steht da einfach so direkt vorne drauf. Die so, nicht so interessant. Juckt nicht, juckt nicht. Da gehst du, glaube ich, wieder zurück, ne? Ja, ich glaube, da war ich. Da war ich noch nicht. Dann komm ich auch nicht durch. Ah, scheiße. Aber ich. Kannst du da rein? Nein, auch nicht. Okay, also da ist die tote Nutte. Die bitte was? Eine tote Nutte. Okay, lass mal gucken. Hier. War. Das war der Raum, wo wir drinnen waren, oder die erste Mal die Figur genau. Okay, gut. Wir gucken mal jetzt hier systematisch ein bisschen nach. Lock is broken. Also, da kommen wir in den Eingangsbereich wieder. Da ist die erste Tote. Genau. Da waren wir ja auch drin, ziemlich sicher, oder? Beziehungsweise beim. Oh! Nee. Ah! Direkt Karte. Am Anfang. Super! Geil, ey! Geil! Warum sagt ihr denn nichts? Was trauriger ist, das hoffentlich zeichnet die gleich überall ein, wo wir waren, weil sonst. Ich kacke. Doch, ich glaube, das machen die. Ja? Oh, das ist ein Speicherpunkt übrigens. Ja, gut, dann sprechen wir direkt mal. Direkt am Anfang, wo man hätte vielleicht reingehen sollen. Ja. Das ist ein Halt-Ding, genau. Ja, was hat sie gesagt? Ich sollte da nicht reingucken? Okay. Warte mal, gucken wir erstmal auf die Karte. Jawohl. Okay, wir waren eigentlich überall. Ey, wir waren schon überall. Außer bei C3 und C4. Ah, ja, gut, dann gehen wir da mal gucken. Und vielleicht nochmal speichern dann vorher. Genau. Und wir waren da noch nicht im Dayroom drin. Im Dayroom? Mhm, da unten. Ja, aber da kannst du ja nicht rein. Ach doch! Doch, da kann ich. Genau. Okay, mal gucken, ob man da reinkommt. Oh, ja. Und da ist noch ein Männerklo, wo wir nicht drin waren. Das ist natürlich essentiell. Wow, wenn es so hell wäre die ganze Zeit. Ja. Das Spiel vielleicht nicht mehr so gruselig, aber ey. Ja, so gruselig finde ich das jetzt auch nicht. Es ist unangenehm im Moment gerade auf eine gute Art und Weise. Unangenehm? Also so unsettling, ich weiß gar nicht. Achso, ja, ja gut, okay, ja, so beunruhigend. Richtig, ja, sehr gut. Gut, okay. Aber, war das das? Das war das Klo. Gut, haben wir nächstes Klo schon mal abgecheckt. Gut, also ab in den... The Dayroom, ne? Und C, irgendwas hast du noch gesagt. C4 haben... und C3 oder so. C3PO. Ja. Oh. Ist der Dayroom jetzt, ne? Nee. Da ist der Dayroom. Wenn ich. Das okay, ist okay. Okay, aber du hast gesagt, perfekt. Noch C. Genau, C3 und C4 noch. C. Ist das nicht? Hörst du es noch? Ja. Alter. Baller! Oder lauf von. Jetzt gehen wir. Steh halt auf, ey. Das ist C2, da konnten wir rein. Das stand ach, auf der C2? Karte. Ach, stimmt. Ja, da war sogar ein Schild mal dran, ausnahmsweise mal. Genau, ach. Das war, wo wir die ganzen Schiss geklärt haben. So, dann müsste das jetzt C3 sein, ne? Aha. C3 und C4. Ah, C4 oh. Geht rein. Oh. Oh. Oh, schön. Kannst du dich mal ein bisschen aufs Ohr legen hier. Ja, gut. Silent Hill ist eine schöne Stadt. Guckt schon wieder irgendwie.
Hallo, was hat der denn dann für ein Wandgemälde? Hast du das gesehen? Ja, ich will mir das gleich mal an. Der Organisation, also willst du mal vorlesen? The organization has me shut up in here. They mean to break my will, to make me forget about all that. But I will stay sane, even if they throw me in here with lunatics. Oh, vielleicht ist er doch nicht. Vielleicht sind wir die Verrückten. Ja, wobei er trägt eine Puppe mit sich rum, also. Mehrere. About if I stick this to the wall, that would be worthless. But you can peel it off, can't you? With that junk, those nasty wenches won't stop using. If a thing has no meaning, there's no reason for it to exist at all, just as you exist for me. But why haven't you taken my doll with you? Oh, shit, Alter, schreibt er das gerade on the go? Ja, ich glaube Ja. schon. Ich meine, der nimmt es ja die ganze Zeit und packt Irgendwie es irgendwo weg, anders ja. hin, ja. Ah, my gift must have embarrassed you. How cute you are, Heather. Sandy Stanley. gucken. Okay, jetzt nimm mit. Tja. Sandy, fick dich, ey. Ja, kann ich kann die Puppe nicht mitnehmen. Ja. Okay. Ja, sie hat ja schon deutlich gemacht, dass sie das eklig findet. Armer Stanley, Alter, was für ein krankes. Yeah, a lot of things stuck on the wall. A Christmas card, oh schön, ey. Was probably his clue, but wait. Warte, kannst du Nail Polish? A Da key. ist ein Schlüssel. I'd love to take it with me, but really stuck tight, I Okay, can't nee. move. Ja, Nail Polish. Yay! Ja, denn wer aufgepasst hat, ist Nagellackentferner ein sehr potentes Lösungsmittel auch. Und Potent. dementsprechend sollte das eigentlich funktionieren. Papa. So, pschink. Psch. Meinst du, ich schmeiß das alles so einfach so? Attack. Ich will die Christmas Card! Oh, Und den Stairwell. Cookie, Junge. Oh. Stairway, ja, schön. Ja, jetzt kommen wir in den. Ja, vielleicht ist es nicht so gut. Dann gehen wir nämlich in den Keller. Stanley, danke. Ich habe nicht die Doll mitgenommen, aber den Schlüssel. Ich hoffe, das ist okay. Du Arsch. Hey, du hast noch Beef Jerky übrigens. Kannst du noch rumwerfen. Wie viele Shotgun-Shells haben wir? 20 Beef Jerkies. Ja, okay. 1703, ey. Ja, das bringt ja auch nichts, die scheiß Handgun, ey. Richtig useless piece of shit, ey. Vielleicht für Endgegner oder so was. Ey, werf mal Beef Jerky. Warte, müsste ich in die andere Richtung zum Stairway? Nee. Aua! Ich Bist du habe dir wohl nicht sicher? getroffen. Ja. Okay. Da stand nicht, du hast den Key benutzt? Ja, ich weiß. Der weiß ja noch nicht. Das ist Ach nämlich so. hier. Joa, das sagt sich jetzt so einfach Ich immer, bin wenn jetzt man das. fünfmal im Kreis gerannt, also irgendwann muss man es. Gehen wir mal runter. Achso, ich dachte, komm jetzt. Cutscene. Submachine Gun Bullets. Du kannst den Silencer übrigens nehmen. Alter. Kali, bist du aus dem Rollstuhl gefallen, ey? Oh nein, er hört auf. Boah, das ist ekelhaft. Ja. Boah, Ja, dieses ich bin Geräusch. dafür, dass es Kali war. Der Kopfnuss. Kali, ey. Die guckt ja die ganze Zeit hin. Ja. Alter, da ist ein bisschen Blut auf dem Boden. Ah! Gönn dir die Submachine, da hat auch schon jemand auf die Wand geballert wie ein Verrückter. Ich weiß nicht, ob du da reingehen kannst, aber ich glaube, ich würde es dir auch nicht empfehlen. Ich habe das Gefühl. Okay. Ich glaube, sobald ich irgendwie jetzt. Oh. Warte, kannst du ja nicht in den Schrank gucken? Ach, irgendwas würde mich doch jetzt hier erschrecken, It's oder? all junk, bla 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 bla. Ja. Die interessiert schon gar nichts. Ach, Die guck mal, der guckt Biopic. dahin. Ja? Vielleicht kannst du die Matratze aus dem Weg packen? Oder du kannst da hinten dran vorbei, wo die Blutlinie ist? Ja, irgendwie schon, ne? Warte. Suspicious shape, but I can't squeeze into it. There's no way I can move the shelf either. Beef Jerky hinwerfen? Lass Nee, mal keine gucken, ob Ahnung. wir vielleicht. Ich glaube, wir haben nichts in der Hinsicht. Parfüm bringt uns nichts. Der Pendant ist bestimmt. Psch, psch, psch. Aber wir können auch nicht Waffen dafür benutzen, oder? Dass wir sagen, wir stecken das Metallrohr da rein. Ich glaube nicht. Das ist jetzt nur kurz. Bank.
Nee, keine Ahnung, wir müssen irgendwas finden. Geil, ey. Du kannst den Silencer drauf machen. Echt? Hm? Wo weißt du das? Weil das drauf stand. Guck, warte. Handgun oder Submachine. Aufgepasst. Hm. Sieht geiler aus. Alter, jetzt Resident Evil 5, 6 hier. Geil. Also gut, wir müssen hier noch irgendwas machen, ne? Ja, warte mal, kannst du in die grüne Tür? Was? Ja. Okay, irgendwas. Geht nicht, geht nicht. Part of me wants to keep. Sind die creepy too? Ja, okay, dann halt nicht. Dann halt nicht, tschüss. Ja, das war jetzt irgendwie wie. Oh. Hm? Nix. War nix. Okay. Ich hatte kurz vergessen, dass wir auf einem Treppenauflauf sind. Und dachte mir, oh, da war ja was. Oh, da kannst du rein. Zwei Den F- zweiten warten wir aber schon, oder? Aber wir waren noch nicht durch die Tür. Kannst mal gucken, wo wir auf der Karte sind jetzt gleich. Alter, wir haben nicht wirklich hier irgendwas. Ach ja. Hm? Nee, du hast recht, wir waren hier nicht. Es lockt. Oh. Hä? Ach so. Ach so, okay, das ist das Problem. Genau. Hm. Waren wir hier noch irgendwo nicht? Nee, da waren wir überall. Nee, so kommen man sonst nicht Aber weiter. Wir könnten vielleicht hoch in den... In den dritten, ja. Du kannst einfach in den dritten laufen. Da war doch... S12 war doch der, wo der andere gewohnt hat, oder nicht? Den der Detective treffen soll. Ach Cornelius. Genau, und S07 war, glaube ich, der Coleman. Genau. Und 12 war Cornelius, oder wie hieß? Kevin Orr. Kevin Klein. Ach, war das nicht schon der dritte? Ich glaube, jetzt gehst du aufs Roof oder so. Oh, hm? Da steht irgendwas. Roof. Ne, hier, auf dem Boden. Kannst du es nicht? Da, warte. Ach, guck mal, die guckt da irgendwo hin, ja? Ja, ja, genau da. Da ist doch was. Ist das wieder Stanley? Oh Gott, das ist wieder Stanley. Tut mir leid. Echt? Ich hätte es ignorieren sollen. Ah. I also like the rooftop. It makes me want to fly. Stanley nein, Coleman. Stanley, ich möchte bitte nicht fliegen. Hui! Schmeiß dich gleich runter, ey. Du müsstest nicht hell sein draußen. Wow! Achso, ich dachte schon, das wären irgendwie besondere Monster. Ha, ihr seid nur ein Naps am Anfang. Oh Gott. Sind aber immer noch ganz schön angepisst. Was hier? Oh, geil! Ja. Machine Gun Bullets! Ja, yay! Ich will mal gucken, wann da. Jetzt kannst du es nochmal probieren. Okay. Das ist broken. Okay, also einfach nur Machine Gun Bullets. Oh nein! Tschüss! Ich hab Angst. Sieht schon. Fick dich, Stanley. Ja. Oh, oh, shit. Egal. Bibim. Hat sich cool angehört. War's wert. Ja, ja. Wird Stanley jetzt eifersüchtig, wenn wir mit. Keine Ahnung, wie ich hieß. Charlie reden? Charlie? Irgendwas mit C, ich hab vergessen, wie er hieß. Okay, wir gehen erstmal. Special Treatment. Oh, gehen wir erstmal rein. Oh, da können wir sogar rein. Scheiße. Meistens gehe ich davon aus, so wird er abgeschossen. Ja. Oh. There's a memo on the wall. Punch me out. Okay. Okay. Oh nein. The trick is not to leave any marks. Okay. Chief is a Chrissy could have been better off if she had been fired. Okay. Ja, gut zu wissen. Gut zu wissen, ey. Christy, ey. Dumm Bitch. Fucking Christy, ey. Oh. Ups. Oh. Oh, Stanley. Alter, Stanley ist Privatraum. Wie rennt der eigentlich die ganze Zeit an uns vorbei? Keine Ahnung. Ist ganz schön schnell, ne? Ja. Flowing freely, evenly, hey, like the night space gathering fragments. My heart clamoring in my chest like a storm. Wobei ich sagen muss, dass ich finde ich schon ziemlich gruselig. Also das ist gut gemacht, ja. Oh. Muss ich ja mal sagen, das ist eines der ersten Dinge, die ich wirklich sehr uncharmant finde. Fucking Stanley Coleman, ey. Ich glaube, würden wir einfach seine scheiß Puppe annehmen, würde er uns in Ruhe lassen. Ja, genau. Ja, meinst du, ja? Der ist so eine Persönlichkeit, die leicht loslassen kann. So, die, genau, lock is broken. Oh, oh, it's unlocked? Stanley lässt uns rein, hallo. Ah, oh! Okay. Wie du die weggerattert hast, Junge. Ja, ich wollte einfach nicht loslassen, weil ich dachte, vor dem schlägt. Ich glaube, du hast das ganze Magazin reingeballert. Egal.
Scheiß drauf. Ja, aber so schnell. Ja, sah auch geil aus. Ja, fast das Ganze, siehst du also. Ja. Beste Leben. Hab ich gelohnt. Wo ist mein Loot? Wenn die nicht irgendwie wie die normalen Gegner aus anderen Videospielen irgendwas Munition fallen, fressen. Die nächsten so 2 Dollar oder so. Ja, stimmt. Oh. What the fuck, wo sind wir jetzt? Immer noch am Dritten. Ja, aber da war doch noch... Ah nee, Quatsch, du bist jeden... Storeroom? Alles gut, alles gut. Okay. Hey, Storeroom, oh. Gib mir Submachine Gun Bullets. Und vielleicht was zum Safen. Nice. Woo! Oh. Oh, da ist irgendwas. An der Wand. Okay, wir gucken uns erstmal um, sammeln alles ein. Oh, geil. Guck mal da, rechts. Ah, nice. Joa, Stein, geil. Batterien. Half Drink, jawohl. Geil, shit. Oh, Stanley. Alter, Stanley, wie schnell kannst du eigentlich schreiben, ey? Oh, ich höre sie kommen. Wie die Maschinen gerade eben. Ja. Dann mal kurz das. Oh, watching you. Ja, danke, dass du... Ja. Vielleicht redet er mit Heath Ledger, ey. I know you feel intensely lonely, yet with a single key to this door, those feelings won't stand in the way longer. Oh! Was für ein Door? Ja, wahrscheinlich die wir benutzt haben. Achso. Weil wir sie ihm eben geklaut haben. Achso, be patient, it's just a longer, be patient too, even though I hold... I long to hold you in these hands of mine. Okay. The keys behind the shelves in the underground garage. Was ist that idiot, Doctor? In the underground garage, okay. Ah, aber da kommen wir doch nicht rein, oder? Außer mit dem Staircase. Weiß nicht, ob wir sind nur nach oben gelaufen, nicht nach unten. Achso, nee, ich dachte eigentlich behind the shelves. Ich dachte, der meinte damit das, was wir nicht wegbekommen haben. Weißt du? Da war doch. Ah ja, kann so. Auch sein, ja klar. Ja. Ja, du bist. Ja, 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 ja. Ich mag's übrigens immer, wie es unterschreibt, so als ob könnte man das nicht rauslesen. Ja. Stanley Coleman. Ach ja, Stanley. Alter, Sack. Ich glaube, er ist relativ jung. So, magst du mal wieder? Ja, komm. Wäre ja langweilig. Sonst. Für dich? Nee, für mich nicht. Ich find's so gut. Oh, ich werde, glaube ich, gerade angerufen. Oh, oh, oh. Ja. Ja. alles für die Let's Plays, ne? Ja, alles. Alles für den Dackel. Alles für den Club. Warte, ich muss mich erstmal gewöhnen. Okay, unser Leben Gun-Modus. Für den Hund. Wie war Rennen nochmal? X, ne? Okay. Ja, mehr brauche ich eigentlich nicht. Wie duckt man sich? Nur damit ich es mal gemacht habe. Ducken. Achso, ja, das kannst du nur, wenn du keine Waffe in der Hand hast. Ah, toll. Okay. So, ich will erstmal mir einen Überblick verschaffen. In den so. Dayroom könntest du theoretisch mal gehen. Ja, dann schließen wir gerade den Raum hier ab, ne? Genau. Kann ich bitte die Kameraperspektive wechseln? Wie mache ich das nochmal? Hinten auf dem anderen Stick. Achso, hier. Ja, okay. So, ich laufe hier mal ganz gemütlich. Der Elevator, okay. Ich gehe wieder raus. Aber. Ich wollte nur testen, ob der ging funktioniert. Ging doch vorhin nicht. Ja, vielleicht kommen wir damit ja irgendwo anders hin. Egal, ich. Ne, du musst jetzt auf das Ding unten drücken. Wahrscheinlich, ja. Ja, okay. Dann komme ich wieder raus, gut. Das ist aber schön, dass das Spiel mich rauslässt, wenn ich ein bisschen. Alter, wo... Oh Gott, von deiner Wohnung kam gerade ein creepiges Geräusch. Echt? Was? Ja. Keine Ahnung, irgendwas hat geknarzt oder so. Alles gut, es wird nichts gewesen sein, aber ich habe mich trotzdem erschreckt. Das kann sein, dass es die 7 Schläfer sind. Ich habe 7 Schläfer hier im Haus. Achso. Also nicht im Haus, aber... Im Haus. Es sind meine Haustiere, respektier das endlich. Ich fütter sie. Ich frag mich, warum die immer noch hier sind. Mit Kot und Haaren. Oh, das war der Stairway Case, okay. Fliegst du nicht auch gerne, Felix? Warte mal. Jetzt, in dem Spiel verliere ich permanent die Orientierung, ne? Okay, hier und dann rechts. Oder links halt. It's locked. Hä? Hä? Moment. Hier ist auch nochmal so eine Kottür? Ja, toll. Behind the shelves. Hier haben wir nichts mehr verpasst, oder? Nö. Hier können wir nicht weiter. Das heißt, ich muss... Wieder runter in den Keller. Oder ich benutze den Aufzug. Benutze den Aufzug. Und fahr in den Keller, genau. Ich benutze den Aufzug. Andere Seite. Edda. Edda. Edda, Mann. Hinne. Machen wir jetzt hin, Kind. Hinne, Edda. Fucking Edda, ey. So. Aufzug. B? Hm.
Okay, dann 1. Vielleicht hätte ich das Staircase auch einfach nehmen sollen. Hm. Hätte auch gehen können. Aber von hier kommen wir auch dahin. Aber hier sind, glaube ich, noch irgendwelche Krankenschwestern. Ja, ja. Ich höre dich schon. Hier sind wir eigentlich durch, ne? Also da oben. Also du gehst jetzt nach rechts. Rechts um den Weg da. Da unten lang Richtung Examining Room 2. Examining Room 2, ja. Ja, und dann ist der Staircase. Das ist der Staircase, genau. Ja, ich gucke nur gerade, ob wir. Aber sonst kommen wir nirgendwo hier hin. Nee, da waren wir schon überall. Geradeaus, rechts, rechts. Okay. Nein, 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 nein. Da, jetzt geradeaus durch. Die Perspektive ist am Arsch. Ja, ich weiß. So. Und jetzt direkt der. Nein, 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 nein. Im Ernst jetzt? Ja. Alter, ich komme hier überhaupt nicht klar. Scheiße. Alles ist gut. Okay. Da ist der Staircase. So, soll ich nach unten? Ja, nach unten musst du. Ich geh mal nach unten. Oh. Oh, bitte, ich will nicht Stanley über den Weg laufen, okay. Nee. Aber das war immer so eine kleine. Okay, hier war der Rollstuhl, ne? Also das sind Storeroom, Storeroom. Ich probier mal in den Storeroom. Da unten ist die. Genau. Der Kreis. The Christ. The Christ. Gehen wir zu Christ. Oh, Alter. Ja, das ist echt dumm, weil das, wenn die, ja, muss man umdenken. Oh, muss man schon wieder umdenken. Ja. Mann, Mann, Mann. Okay. So. Dann guck mal, vielleicht. Aber wir haben nichts. Ich kann die nicht bewegen, sagt sie. Vielleicht kannst du da hinten irgendwie lang. Also sie will auch nichts hochheben, aber wir haben auch nichts zum Hochheben. Waren eigentlich überall, oder? Mal kurz, ich guck mal gerade ins Inventar. Nein, das war nicht das Inventar. Das war das Inventar. Supplies, ne? Supplies brauchen wir nicht. Waffen ist eigentlich auch uninteressant, oder? Es gibt keine, wo wir einfach usen können, oder? Nein. Nö. Okay. Silencer, Parfüm. Können wir irgendwas mit dem Parfüm machen? Smells a little strange. Versuch mal, das dahin zu spritzen, ich weiß nicht. Das geht nicht. Ich kann es equippen, aber. Oh. Kannst du damit rumspritzen dann? Wow! Hä? Wo ist jetzt gerade so hell? Siehst du das? Oh. Okay. Das hat wieder aufgehört. Alter, du hast mich gerade verwirrt. Es war gerade eben mega hell. Ja, oder? Ich hab's gesehen. Kann ich das benutzen? Das ist Jewel, das ist halt Red. Hatte der diese Notiz nicht was von einem Juwel erzählt? Ich hab's wieder vergessen. Komm, wir lesen nochmal. So, warte, ich töte mich. Nee, danke. Okay, na gut, dann. Alter. Ich liebe dieses Spiel. Okay. So, raus da. So. E kann ich auch nicht rein, aber es ist auch scheißegal, das ist ja der Elevator. Warte mal, gibt's hier irgendwie, ja, guck mal. Waren wir da können wir schon nicht rein. Ah, wir können aber vielleicht beim zweiten Stock durch das, nee, Staircase ist ja da oben, ne? Ich dachte eventuell wäre das Staircase da links noch in dem Bereich. Nee, aber da könntest du theoretisch, wenn wir in die eine Tür reinkommen, könnte man oben, weißt du? Wo, was meinst du? Wenn wir, geh mal eins runter. Kommen wir ja nicht rein in dieses kleine Staircase. Ja. Das ist ja das aber Problem. Nee, den Garten. Bei C4 nicht. Ist aber irgendwas, aber die hat es schon abgehakt, ne? Dann ist das Rätsel gelöst worden. Aber den Schlüssel her. So, Speicherpunkt. Soll ich nochmal in den zweiten Stock gehen? Was gibt's denn da? Ja, da war ja nur diese Notiz. War im Prinzip nichts. Wir müssen den Code herausfinden einfach. Dann geh nochmal. Im ersten Stock, ne? Nee, im zweiten. Das war vor der Tür, im zweiten. Okay, dann das geh ich nochmal. Ich geh nochmal in den zweiten. Genau. Achtung, Perspektivenwechsel, der nervt. Oder auch nicht. Vielleicht ist da ja noch irgendwas. Die guckt ja die ganze Zeit runter, als würdest du da irgendwie so. I guess there must be in that elevator. Boah, da willst du aber doch nicht reingucken, oder? Wow. Hm? Da ist ja ein Loch drin. Ich hatte gerade das Gefühl, das verschwimmt. Warte mal kurz. Nicht, dass das irgendeinen Sinn gibt, aber. Used mal der Dings. Das Parfüm, ja. Das hatte ich vorher. Ich wüsste nicht, was das bringen soll. Aber ich hab's equipped jetzt.
Keine Ahnung, ob das irgendeinen relevanten Unterschied macht. Mann. Ja, doch, also. Es geht nur um die Perspektive. Ja, dann ab in den zweiten. Gucken wir mal. Vielleicht steht da ja irgendwas am. In dieser Notiz nochmal drin. Jetzt bist du hier unten. Ja, das ist auch scheiße. Oh mein Gott. Ich muss aber sagen, ich finde dieses Krankenhaus ziemlich also gruselig, doch. Ja? Also ich ist jetzt nicht so, dass ich anfangen möchte zu schreien, aber ich sag mal, es ist echt unangenehm. Und das liegt hauptsächlich an fucking. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Shelby, ey. Keine Ahnung, wie er hieß. Der die ganze Zeit creepy Notizen schreibt. Achso, Coleman. Coleman, ja. Der creept mich schon ein bisschen. So, dahin jetzt die Notiz auch. Nee, tut sie nicht. Wo bin ich denn jetzt? Irgendwo werde ich schon sein. Aber. Ich bin im Wummens locker. Ja! Wieder mal. Nee, du musst, glaube ich, gegenüber vom. Close Tight. Oh, da ist ein Bild übrigens drin. Das kann man nicht sehen. Nö. Can't seem to open it. Dann musst du mal wieder. Raus am besten. Da ist doch was, ne? Und jetzt geh mal da unten, ich glaube. Geh einfach mal geradeaus runter den Gang. Ja. Und ich glaube, da müsste ja auch theoretisch diese komische Trage sein, wo der. Oh, so glaube ich, genau. Stellen. So, und jetzt. Da ist die Trage. Ach, scheiße, die Notiz ist weg. Da ist die Notiz. Ja, das ist eine andere Notiz. Mit diesem mega langen. Ja. Wow. Gut. Ganz ehrlich, ist richtig anstrengend, ey. So, hat funktioniert. Warte. Okay, pass auf, das sind 9 Zahlen. Das kriegen wir, die Kombination kriegen wir raus. No, oh 16 stelle ich, gut. Ja. Möchtest du das wirklich schon mal lesen? Ja, das ist doch der Key, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich meine, wir haben fucking. Kann ich das Parfüm hier benutzen? Kann ich ihn rauslocken? Du wirst jetzt echt ein bisschen. Verzweifelt? Ja. Ja, wenn du eine bessere Idee hast, gerne. Das ist das erste Mal, dass wir ein bisschen hängen in dem Spiel. Ein bisschen. Ein bisschen sehr. Im dritten Stock kommen wir auch nicht weiter, ne? Nö. Am Roof gab's auch nichts, das war klar. Nee. Geh mal Bier holen. Okay. Du bist schon wieder. Okay, dann geh mal runter, nochmal. Runter? Nee, ich meinte mit der Karte. Achso. Ich meine, die hängt ja nicht umsonst da, die Notiz. Und im Gegensatz zu Shelbys Büchern. Mach mal die Karte auf. Mach mal. Das ist mir gar nichts zu sagen. 1, 2, warte. Das Problem ist, wir können ja nicht raus. Sonst hätte ich gesagt, gehen wir durch den Garten rein, aber. Ja, klar. Das ist keine Option. Du musst irgendwo links da lang. Oder es gibt in irgendeinem behinderten Raum noch ein. Noch was, was wir übersehen haben? Ja, damit wir dann vielleicht das Regal öffnen können, weißt du? Ja, aber wo denn? Ich hab. Kein Problem. Joa! Wir könnten nochmal in jedes einzelne Scheißräumchen gehen. Wenn du das machen willst, musst du aber spielen, ey. Da bring ich mich um, ey. Na gut, dann. Ich will wenigstens das ausschließen können, weißt du? Okay. Du kannst ja mal überlegen, was die. C1, 2, 3, 4, 6, 14. Warte 4, mal, 6, hat 14? Die Nummern? Vielleicht die Nummern von den Räumen, wo die. Oh, das kann es eigentlich nicht sein, aber. Nee, kann ja auch nicht sein. Wir haben ja nicht nur. Also, mein Gedankengang war, der ist aber falsch. Ja, was denn? Dass wir vielleicht. Die Räume haben ja alle Zahlen, ne? Ja, genau. Dass vielleicht da, wo Shelbys Bücher drin waren, die Zahlen für den Code sind. Ist aber Quatsch.
Weil wir haben die ja auch in Locker Rooms gefunden und in irgendwelchen Storage-Dinger. Ja, ich hätte jetzt gesagt, guck mal, du hast da ein C4. Da hast du eine 6. Und eine 1-4. Wo hast du eine 6? Ich gehe davon aus, C4. Es gibt da unten 4 C-Räume. Dann gibt es hier 6 M-Räume. Und ganz oben gibt es S14-Räume. Ja, aber. Und dass du jetzt sagst einfach, Alter, ich mach da jetzt eine 4, 6, 14 draus. Tröd, tröd. Hat gut funktioniert. Oder vielleicht auch eine 6, 14, 4. Mhm. Wieder Folge. Steuerung! Okay, eine 14, 6, 4. Ah. Aber wir haben noch nicht nur 14, 4, 6. Na dann, klick. Das wäre geil. Scheiß auf. Alter, ist okay, gut. Gehen wir mal.